So, jetzt zum fünften Mal. Herzlich willkommen zu dem Fady Thursday mit Firo. Denn es ist schon die fünfte Aufnahme, die ich jetzt von diesem Part mache. Und ich hoffe, dass es jetzt funktioniert, sonst habe ich heute echt keinen Nerv mehr. Also, ich bin jetzt auf dem Maskentempel. Von dem Spiel Link's Awakening. Weil ich glaube, das habe ich gerade nicht gesagt. Und jetzt schauen wir mal, ob ich denn endlich meine vernünftige Aufnahme hinkriege und somit das fertig machen kann. Also, ich habe jetzt schon fünfmal angefangen. Und fünfmal ist mein Aufnahmeprogramm abgeschmiert. Ich bin jetzt schon etwas angenervt, aber das ist ja kein Problem. Das geht jetzt beim Spielen wieder weg. Allerdings hat das den Vorteil, dass ich so, dass es so weg, oft weggeschmiert ist, dass ich jetzt weiß, wie wir weitermachen müssen. Also, weg. Das hin. Hin. Scheiß auf den Rubin. So. Hier hin. Schleimig töten. Denn letztes Mal habe ich nämlich ein Schleim übersehen. Das fiel mir jetzt beim Anschauen des letzten Parts auf. Und dann geht hier um die Tür auf. Ich mache jetzt kein Licht an zum Puder sparen und gehe gleich weiter. So. Wow. Kumba. Gumbas sind toll, ich mag Gumbas gerne. Ja. Letzten Part habe ich mich richtig schön über die Gumbas gefreut. So. Letztes Mal war es cooler, da habe ich es mit einer Bombe geschafft. Egal. So, jetzt gehen wir hoch. Und episch stehen wir vor den Elefanten, die aussehen wie Whitebeard. Ich weiß, die Stoßzähne, aber sieht ein bisschen aus wie der Bart von Whitebeard aus One Piece. Du hast nun ein noch stärkeres Kraftarmband. Du könntest damit sogar einen Elefanten hochheben. Oh, Elefanten haben mit PH geschrieben. Sehr schönes Ding. Ach, ich mag die alte Rechtschreibung. Jetzt ist Level 2. Wir haben unseren ersten Level 2 Gegenstand. Oh, das ist glorreich. Und wir haben Whitebeards Elefanten kaputt gemacht. Er wird so pissed sein. Egal. Oh ja, die Aufnahme hält schon seit 2 Minuten. Die andere Aufnahme funktioniert alles. Es funktioniert alles. Ich musste einmal meine ganze Hypercam wieder auf Standard zurückstellen, weil irgendwas nicht mehr richtig funktioniert hat. Yeah, 100 Rubine. Es ist so glorreich. So glorreich. Denn jetzt haben wir wieder Platz in unserem Inventar. Das heißt, wir können solche Sachen wie Catch Sam. Gibt gleich Frame-Einbrüche, wenn ich das Ding schmeiß. Na? So, dankeschön. Ne, darum war das gar nicht. Gehen wir mal hoch. Also hier geht's weiter. Hier hochgehen. Hier hochgehen. Ach, so war das, genau. So. Ach, super. Amano compañeros. Vor allem, wenn beim Bros wieder aufsteht. Zwei tot. Wieder glorreich in den Tod getrieben. Jetzt geht die Tür noch wieder auf. Den anderen Gang nehmen wir später. Rüsten wir wieder Schwert aus.
so wunderbar. Minecraft-Action war es jetzt schon fast. Von Block zu Block springen, also. Ja? So, jetzt gehen wir hier hoch. Ich wette, wir kommen nicht weiter, weil da wieder diese. Ein Teil der Macht! Das ist bei dem Endboss in diesem Dungeon, aber leider überhaupt nicht viel helfen würde, weil der nicht so kooperationsfreudig ist wie manch anderer. Genau, und da ist der. Hier ist der kleine Schlüssel. Den wir dann später für die Tür da, brauchen. Also für den Block. Oh. It's so blocky. Blocky, blocky. Ein paar Bomben sind manchmal gar nicht so verkehrt. Epische Durchrennen. Ja. Nein. Das muss ja sein. Ich glaube, ich erwähnte es schon mal, ich kann die Dinger voll nicht leiden. Und hier oben lang und hier oben los. Ach, dieses mega schnell schlagen ist echt genial. So wunderbar. So geht die Tür auf. Oh, hier sind wir schon bei Foment-Gegner. Ja, da fehlt uns aber noch ein bisschen was, ne? Wir merken es uns für den Endboss. Coole Sache. Coole Sache da. So. Aber wir sind noch nicht so weit. Ach ja, der macht den Bündner ziemlich ruhig, merke ich gerade. So, egal. Hier lang. Ach, jetzt sind wir hier. Auch cool. Ja, es ist manchmal echt nicht so gut zu übersehen, wo man gerade ist, vor allem wenn man die Karte noch nicht hat. Das ist mir ganz persönlich auf die Nerven geht, weil ich mich erinnern kann, dass man die Karte in diesem Dungeon erst so gesehen hat. Ah, super. Finger werfen. Ach, die kann man nur so wunderbar Ponys. Ihr seid meine Freunde. My little pony, my little pony.
Nein, Bunnies! Ah, man kann Hasen mit Pfeilen erschießen. Aber die sind ja so süß, die Kaninchen. Nicht tot machen, zu spät. Hier wird unser Schwert nicht genutzt bei diesem grausamen Gegner. Sieht man irgendwas? Ja, ein Herz. Oh. Ja, ist auch klar. Rubine. Wahnsinn! Oh, man kann einfach an dem vorbeigehen. Das ist noch einfach. Runter ging es ja auch noch. Oh. Oh. Nee. Ich habe mich ja echt, ich mag ja echt gar nicht. Ich bin gar nicht darauf aus, mich zu töten, diese blöden Dinger. Schluck meine Bomben, wäre glücklich. Was ist denn jetzt? Ja, wo will ich das sehen hier? Und wenn ich bis ans Ende der Welt gehen muss, ich nehme dich mit, du schwarzer Wurm. Schon wieder ein Wurm. Das ist die Legend of Wurmi hier und nicht die Legend of Zelda. So, hier. Mal sagen. Dass man in diesem Spiel nicht Bomben hochheben kann, dürfte ich jetzt eigentlich so langsam aufschnallen. So. Oh ja, was muss ich hier machen? Oh ja, das ist hart, ja. Also, zu Deutsch, wir können den Endboss jetzt schon machen. Das finde ich aber eigentlich gar nicht mal so cool. Denn mir fehlen noch zwei Kisten und das muss ich jetzt mal rauskriegen, wie ich die kriege. Denn ohne dich gehe ich nie nach Hause hier. Das kann ich mal sagen. Denn zum Beispiel, wenn wir die Kisten wären, schon clever gewesen wären, nach welcher anderen Spieler. Huh.
ja, die Legs sind so geil. So, von der Gast. So, dann ich würde sagen, wir beendigen wir den Part. Wir tun ihn nicht beenden, wir beendigen ihn. Geil. Nein, also wir beenden den Part. Viel Spaß, dass ihr zugeschaut habt. Mir hat es mal wieder mega Spaß gemacht, auch wenn es mir heute tierisch auf den Sack ging, weil es dauernd fehlte und alles blöd war und so. Aber da könnt ihr nichts zu. Und deswegen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Schaltet gerne wieder ein, wenn es euch Spaß macht, wie ihr weiter zuschaut habt, wie ich hier aufs Maul kriegt, aufs Übelste. Haut rein, ja, und winke, winke. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin raus. Awesome.